Einfach mal abschalten, das macht Sturm der Liebe-Star Dieter Bach in seinem Urlaub. Normalerweise kennen wir ihn in seiner Rolle als Bösewicht Christoph Saalfeld. Dass das auch emotional ganz schön anstrengend sein kann, verrät er bunte.de im Interview. Man wird nicht zu dieser Rolle oder so, aber man hat bestimmte Gefühle einer Figur doch über einen Drehzeitraum bei einem Spiel von 6 Wochen, hier eben inzwischen schon fast seit 2 Jahren, parat. Und ich kann dann manchmal zwischen 2 Szenen in der Drehpause, wo ich dann drehfertig gemacht werde oder so, nicht komplett runterfahren und Dieter Bach werden, sondern man bleibt schon in dieser Anspannung. Christoph ist nur jemand, der einfach auch ein gewisses Temperament hat, was sehr schnell eben hochfährt. Umso wichtiger ist es für ihn, rauszukommen. Egal ob beim Gassigehen mit Kollegin Natalie Ellison und den Hunden Priya und Elvis oder an der rauen Nordsee sich frischen Wind um die Nase pusten lassen. Auszeiten sind für den 57-Jährigen sehr wichtig. Aktuell urlaubt Dieter in Potsdam und teilt diesen schönen Schnappschuss auf Instagram. Lässig in Polohemd, Jeans und Turnschuhen posiert er vor dem herrlichen Schloss Sanssouci und einer großen Palme. Damit beweist Dieter Bach, er ist in absoluter Topform. Die Work-Life-Balance scheint bei ihm auf jeden Fall ausgeglichen zu sein.